Name ist Hartmut, ich bin der Chef meiner E-Bike-Erlebniswelt in Lauda und hier ist die Beate Meier, hallo. Ja, meine Mitarbeiterin. Wir stellen Ihnen heute unsere Tauberrad-Sportmodelle vor, unsere individuell gefertigten in Deutschland und wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei. Als erstes, wir haben unter den Sportmodellen Tauberrad-Sport, haben wir vier verschiedene Rahmenformen. Einmal den klassischen Herrenrahmen oder auch Diamantrahmen genannt. Dann gibt es einen Rahmen, einen sogenannten Mixte. Zu dem sagen wir noch nachher etwas. Dann einen wohlbekannten Trapezrahmen und sogar einen Rahmen mit einem tiefen Durchstich. Unser Modell Trend. Okay. Ich zeige Ihnen jetzt als erstes mal den Herrenrahmen. Habe ich mir dieses Jahr bauen lassen. Man sieht schon, ich liebe die Farbe Grün, in dem Fall glänzend, das gibt es auch in Matt. Und mir habe ich hier einen sehr hohen Rahmen, ich bin ja auch ein langer Kerl mit 1,89 Meter. Und wenn ich mich jetzt so draufsetze, sieht man, ja, das sieht aus. Also ich empfinde das sehr angenehm, den Abstand nach vorne zum Lenker. So. Also das wäre jetzt die richtige Rahmenhöhe 60. Diese Tauberrad Sportmodelle, die zeichnet aus, dass sie, was heute kaum noch draußen in dem Massenmarkt vorkommt, dass die sehr filigrane Rahmen haben. Vielleicht kommen sie auch aus der Zeit, wo wir noch mit Stahlrahmen mit dem Fahrrad gefahren sind. Also Stahlrahmen ist eigentlich die Old School, wie man heute sagt, die alte Schule des Rahmenbaus. Je dünner die Rahmenrohre damals waren, umso besser, so elastischer waren sie. Und die Optik lehnt sich hier heute noch an. Man sieht hier relativ dünnes Rahmenrohr, auch hier sehr schön filigran gearbeitet in unterschiedliche Profile. Und mittlerweile sogar wurde das Ganze so weit entwickelt, dass der Akku, wenn man den reinsteckt in die Halterung, dass der optisch irgendwie daneben noch in den Unterzug integriert ist. Also ein wirklich schönes, fast möchte ich sagen zierliches E-Bike, das aber hochstabil ist, denn immerhin als XXL-Rad ist es schon in der Serienausstattung geeignet. Und das bedeutet bis 160 Kilo zulässiges Gesamtgewicht. Also ich setze mal einen Akku da rein. Und von den Rahmenhöhen ist es so, wir haben hier 50, 55 und 60 cm. Ist also geeignet für Herren von 1,70 m bis 2 Meter etwa. So. Das ist jetzt eine neue Entwicklung. Wir nennen den Mixte Rahmen. Mixte aus dem Grund, ist sowohl für Männer als auch für Frauen geeignet. Männer würden jetzt zum Beispiel bevorzugen, statt dem Herrenrahmen, dass das Oberrohr etwas abgesenkt ist, sodass man dann beim Anhalten der Rede sich im Schritt nicht verletzt. Konstruktionsmäßig ist es so gedacht, die Kraft. Flüsse, die hier im Rahmen stattfinden, gehen hier vom Steuerkopflager aus, geradlinig über das Oberrohr hier hinter, zu den Sattelstrebe geradlinig runter. Und das Ganze ergibt eine unglaublich hohe Stabilität. Also wenn schon XXL und schwere Person und vielleicht noch im Herrenrahmen, dann vielleicht den hier. Schwere Männer haben nämlich oftmals auch kurze Beine und so stärker. Das wäre dann der Ideal, diese Rahmenform dafür geeignet. Bea, setz dich mal drauf. Gerne. Und dann sieht man, wie das Ganze aussieht. So. Bea, du bist groß, 1 Meter und? 1,70 Meter. Genau. Nee, 74, Zisch. Entschuldigung. Ich denke, jetzt habe ich, hab ich noch 4 cm unterschlagen. Und wie man sieht, die Bea hat furchtbar lange Beine.
Ja, und das ist jetzt Rahmenhöhe, also die mittelgroße Rahmenhöhe, 49 cm. Ja. Das Sattel haben wir ein bisschen rausgemacht. Das wäre jetzt die perfekte Rahmenhöhe. Wenn die Bea jetzt sagt, das wäre jetzt ihr Rädler. Unser Tauberrad-Sport-Trapez. Mittelrohr ist nicht ganz so hoch als beim Tauberrad-Mixte. Für Frauen wunderbar geeignet zum Absteigen und zum Aufsteigen natürlich auch. Auch für Männer übrigens. Es gibt viele Herren, die diesen Rahmen bevorzugen. Ja, weil der Tiefeinsteiger leider immer noch ein bisschen verpönt ist, Erhard. Ja, und auch nicht zu stabil, muss man sagen. Würdest du mal aufsteigen, mal gucken, wie du das so machst? Aha, also du bist jetzt mit dem Fuß über den Gepäckträger, ne? Genau, richtig, ja. Weil ich den Lack jetzt gerade nicht beschädigen wollte. Allerdings wäre es auch möglich, mitten durchzusteigen. Ja, aber du musst schon deinen Fuß ziemlich hochheben, gell? Genau, wenn ich jetzt körperliche Probleme hätte. Wäre es nicht ganz so geschickt. Ja. Vor allen Dingen beim Anhalten oder beim Auf- und Absteigen. Wenn man einmal dann umfällt, dann war es dann halt nicht das richtige Rad. Genau. So. Probieren wir das Rad ein bisschen schräg zu halten beim Aufsteigen, dann gewinnt man ja so. Also man verliert dann etwas an Höhe, dann kann es besser. Mhm. Also sollte sie jetzt als Mann oder Frau diese Rahmenformen bevorzugen, dann sollte sie auch die nächsten 10 Jahre gut mit den Füßen drüber kommen. Probieren Sie es mal aus, wie beweglich sie sich fühlen. Ansonsten, die Räder sind viel zu gut, als dass man die nach 3-4 Jahren schon wieder abgeben und drüber kommt. Auch bei unserem Modell Trend haben wir einen tiefen Rahmendurchstieg. Ich kann einfach und praktisch aufsteigen, auch wenn ich vielleicht körperlich nicht mehr ganz so fit bin, meinen Fuß nicht mehr ganz so hoch bekomme, dass ich mir einen Mixer oder einen Trapezrahmen zulegen kann. Habe ich immer noch die Möglichkeit, das Trend zu wählen, praktisch genauso filigran aufgebaut wie die anderen Tauberräder Sport. Leider jetzt nicht auf meine Größe zugeschnitten. Ja, das ist jetzt ein 45er Rahmen. Die Bea bräuchte mindestens mal einen 50er. Aber also aus meiner Warte muss ich sagen, der Abstand zum Lenker, die Sitzposition sehr angenehm. Mhm. Ich fühle mich wohl und ich fühle mich sicher. Ja, also es ist ein komfortables E-Bike. Genau. Auf und Absteiger, Sitzposition. Gut für Kurzstreckeverkehr auch, ne, in der Stadt geeignet und so. Jedoch ist es kein XXL-Rad, weil bedingt durch diesen tiefen Rahmenform, also durch den tiefen Durchstich, kriegt das Fahrrad so eine Verbindungseigenschaft, die bei schweren Personen, also über 115 Kilo, kritisch würde. Also aus dem Grund des Rades nur bis 140 Kilo zulässiges Gesamtgewicht geeignet. Also mit Rad? Ja, ja, komplett. Das Rad hat etwa 25 Kilo, also wenn das etwa Körpergewicht, die anderen sind bis 160 Kilo zugelassen. Wir zeigen Ihnen jetzt, warum unsere Tauberrad Sport XXL Modelle bis 160 Kilo zugelassen sind, also zulässiges Gesamtgewicht, versteht sich das, würde bedeuten für Menschen bis zu einem Körpergewicht von ca. 135 Kilo. Wir fangen an mit unserem Tauberrad Sport Trapez.
So. Wir haben im Standard bereits mit dabei einmal Federgabel, die Shimano Bremsen 446. Sieht man übrigens, wenn man hier auf den daneben auf diesen Bremskörper drauf schaut, von innen her kann man da gucken, was da für Bremsen sind. Also die 446 ist geeignet für XXL E-Bikes. Wir haben Rahmen. Genau, wie du gerade eben erwähnt hast. Also diese Rahmen werden tatsächlich getestet auf dieses Gewicht. Und das ist sehr aufwendig, auch dieser Test, sehr kostspielig. Da wird also dann Rahmen zerstört mit Gewalt, um zu gucken, wie lange hält diese Belastung aus, wenn da so eine schwere Person drauf sitzt. Und hier kann man tatsächlich dauerhaft erwarten, dass der Rahmen hält und funktioniert. Auch die Lenker und Lenkervorbauten sind XXL-Qualität. Man erkennt hier ErgoTech 5, das ist ein deutscher Hersteller, die Firma Humbert, der verschiedene Levels entwickelt hat. Und Level 5 ist also XXL-tauglich bis 160 Kilo. Kostet natürlich wesentlich mehr so ein Lenker und so ein Lenkervorbau wie ein herkömmliches, günstiges Modell. Aber wir wollten einfach von vornherein diese Qualität einsetzen. So, und jetzt kann man das Ganze noch verschärfen. Also gesetzt der Fall, da kommt wirklich jemand mit 120 Kilo daher. Mhm. Dann könnte es schon sein, dass bei langen Bergabfahrten die Bremse doch ein bisschen kritisch wird. Ja, oder dass die Federgabel doch ein bisschen stark eintaucht. Oder dass die Federung dann doch ein bisschen zu weich wird. Aus dem Grund gibt es bei uns noch einmal die Möglichkeit, schon in der Fertigung bereits verstärktes Material zu verwenden. Das zeige ich mir jetzt mal. So, also hier haben wir in diesem Modell daneben, in unserer Mixer, haben wir jetzt eine Federgabel drin, eine Luftfedergabel. Da ist eine Kappe drauf, da steht Air drauf, heißt auf Deutsch wahrscheinlich Luft. Und da kann man dann mittels einer Luftpumpe, kann man hier dann den Luftdruck erhöhen und entsprechend den Druck aufbauen, den der Fahrer braucht, wenn er bremst und sich dabei abstützt. Ist eine tolle Sache, normalerweise sind da so 7 bis 8 Bar drin. Das kann man dann auch mal bei schweren Personen bis 9 oder 10 Bar erhöhen. Ja, ich mache das Ding da gerade mal wieder drauf. In der Verbindung mit der Federgabel haben wir die XT-Scheibenbremsen. Hier in dem Rad. Genau, richtig. Ah, jo, tatsächlich. Die XT-Bremsen, die sind jetzt mit gesindertem Bremsklotzmaterial ausgestattet. Das heißt, sie überhitzen nicht zu schnell wie die 446. Also ist geeignet auch für Mittelgebirge oder für Alpenüberquerungen mit Gepäck zum scharfen Abbremsen. Sie hat sehr viele Leistungsreserven. Also ich zeige Ihnen jetzt hier mein persönliches E-Bike für dieses Jahr, das ich mir bauen lasse. Und zwar auch als XXL-Rad natürlich, obwohl ich habe jetzt nur noch 95 Kilo, ich habe etwas abgenommen. Ich habe zusätzlich noch, wie bereits erwähnt, die Luftfedergabel. Ich habe XT-Bremsen drin und hier die geniale Sattelstütze. Vom Schulz, Marco Schulz heißt der, die G2 Urban. Ich mache mal hier daneben diesen Neoprenschutz weg, da sieht man das, aha, hier ist eine grüne Feder drunter. Also bedeutet das, die ist für so ein Körpergewicht für mich geeignet. Und das ist eine sogenannte Parallelogramm-Federung. Also wenn ich jetzt drauf drücke, dann geht das Ganze nach hinten und wird, je weiter die eintaucht, immer härter. Da man spricht dann von einem progressiven Federweg. Das kennen Sie auch von Sportwagen, wenn Sie ganz schnell unterwegs sind, über die Autobahn mit 230, dann muss es ein hartes Fahrwerk sein, dass Sie nicht abheben. Das ist auch hier so bei den gefederten Sattelstützen. Je weicher die sind beim Einfedern, umso mehr schwingt sich der Körper auf. Je härter das die wirkt, also progressiv beim Einfedern härter wird, umso sicherer bleibt der Fahrer oder die Fahrerin auf dem Sattel ruhen. Jo, also hier haben wir das perfekte E-Bike mit 60 cm hohem verstärkten Rahmen, verstärkte Gabel, Bremsen, ja, und natürlich, ich habe auch breite Reifen daneben verwendet, ist auch eine schöne XXL-Komponente, breitere 47 mm Reifen,
Tannensicher natürlich von Schwalbe Marathon Plus. Das Kapitel Ergonomie ist natürlich was ganz Besonderes, auf das wir hier bei uns im Haus Rücksicht nehmen. Denn Sie wissen sicherlich aus Ihrer eigenen Erfahrung, Sie haben irgendwann mal schon mal eine Fahrradtour gemacht oder auch ein E-Bike, wo Ihnen irgendetwas wehgetan hat. Sei es die Hände, die da irgendwo geschmerzt haben, das sogenannte Karpaltunnelsyndrom, die Ellbogen, die Schultern, hier im Knick, da so, dass hier was wehgetan hat, Schulterbereich oder im Lendenwirbelbereich, vielleicht sogar das Gesäß, ja, dass Sie dann Sitzprobleme hatte. All diese Dinge kommen daher, weil irgendetwas nicht gestimmt hat. Das ist so ähnlich, wie wenn Sie auch zu enge Schuhe tragen, ne, oder so, dann tut Ihnen ja auch irgendwas weh. Also, um einen Rad ergonomisch auf Sie persönlich abzustimmen, müssen wir erst einmal Ihre Körpergröße berücksichtigen und die Beinlänge. Also bei der Bea, wissen wir, sie hat lange Beine und ist auch noch dazu groß. Ich habe auch relativ lange Beine, bin noch größer. Ich brauche zum Beispiel Rahmenhöhe 60 cm, hier bei dem Herrenrad. Und würde jetzt die BA mit einem Mixterrad fahren, dann bräuchte sie Rahmenhöhe 49 cm. So, BA, setze ich mal drauf und dann sehen wir das jetzt gleich. Ha! Also, die BA sitzt jetzt hier perfekt. Also der Rücken ist leicht nach vorne geneigt, die Hände sind geradlinig ausgerichtet, also der Kraftfluss geht da durch die Elle durch, direkt hier ins Handgelenk rein über die Griff. Die Beinlänge sehen wir, die ist optimal angepasst schon, die Sattelhöhe. Also das Bein ist fast durchgestreckt, aber nicht ganz. Das bedeutet, das Bein hat damit die höchste Kraft, wäre aber in der Stadt etwas zu hoch. Also man würde dann, wenn es es hauptsächlich im Stadtverkehr nutzt, unter der Woche wird man das Sattel ein bisschen runternehmen. Die Griffe, die sind auch ergonomisch geformt, da werden also die Handballen werden abgestützt und dadurch wird verhindert, dass das Handgelenk sich wegdreht nach unten beim Fahren. Also auch da wird wieder dann das Ganze ausgerichtet, schön gerade. Das heißt, ja, und der Lenker hat eine bestimmte Anschrägung. Wie empfindest du den Lenker, wenn du da hingreifst? Also es ist angenehm. Punkt 1 für mich, die Handballenauflage ist bequem. Nimmt nochmal ein bisschen Kraft weg in den Ellenbogen vom Aufstützen her. Und die Biegung vom Lenker. Ist irgendwie perfekt, gell? Ja, ich wusste jetzt gerade nicht, wie ich das ausdrücken kann. Ja. Aber es ist perfekt. Also ja. Der ist so und so viel Grad nach hinten gebogen. Und jetzt gibt es noch die Möglichkeit, wenn man jetzt feststelle, da hat jemand nicht so lange Arme, sondern kürzere. Können wir auch andere Lenker verwenden, die weiter nach hinten gebogen sind, oder wir können den Lenker nach vorne bringen. Ich hole mal gerade so zwei Lenkers her. Das ist hier übrigens der Trekkingbügel, also nicht der Townbügel, und hier ist der Trekkingbügel. Man sieht also, der geht weiter zurück, ne? Da ist der Winkel ein anderer. Würdest du dich da so angenehmer Fühle. Ich sitze aufrechter, ich ja. Sitze gerade. Aber es ist ja eigentlich ein Sportrad, ne? Das heißt, besser wäre daneben diese Sitzposition. Also man fühlt sich dann auf der Tour wohler. Und das wäre zum Beispiel eine Variante. Halten wir daneben so rüber, über diesem Lenker vor. Wow, okay. Also, sie kommt deutlich weiter nach vorne. Und wäre eigentlich... Das wäre jetzt für die BR auch wieder nicht der richtige Lenker. Nee, ich muss sagen, der ist jetzt nicht angebaut, aber ich spüre schon einen leichten Druck zwischen den Schulterblättern. Ja, das ist es nämlich. Sowas setzen wir oft ein, wenn das Männer sind mit kurzen Beinen, großer Oberkörper, dann verwende mir lieber einen kleineren Rahmen. Und weil ja so ein Rahmen auch länger wird, je größer das er wird, gehen wir dann her und nehmen zum Beispiel hier diesen Vorbau, der etwas weiter nach vorne geht, in Verbindung mit diesem Lenker. Und dass es den Lenker noch in unterschiedliche Breite gibt, diesen Ergo, ist aus dem Grund, es hängt mit der Schulterbreite zusammen. Also wenn so ein Tarzan kommt mit so breiten Schultern, braucht er halt einen entsprechend breiten Lenker. Und so eine zarte Bea braucht er einen schmaleren. Jo,
Also das jetzt mal zur Ergonomie von Lenker und Griff und so weiter. Wenn du mal gerade runtergehst, Bea, ganz komplett. Sie sehen hier eine Parallelogramm-Sattelstütze. Ne? Die ist jetzt von Santur. Also man sieht, die federt nach hinten. Das gleiche ist ja auch mit dieser Schulz, mit der G2. Dadurch, dass es eine Parallelogrammfeder ist, wird der Sattel hinter dieser Achse montiert. Also Sie sehen der Abstand nach vorne, wenn man hier die Achse da sieht, als durchlaufend hier durch den Schaft, sind es etwa 3 cm, wo der Sattel weiter hinter steht. Jetzt gibt es aber die Originalsattelstütze, die ist senkrecht, also die arbeitet gerade runter. Das bedeutet, diese 3 cm Unterschied, wo der Sattel weiter nach hinten baut, macht sich deutlich bemerkbar in der Sitzposition. Also, bei der Bea hat dieser Sattel ideal gepasst. Hier müsste man irgendwie gucken, dass man mit dem Sattel weiter hinterkommt. Das kann man, indem man hier die Klemmung löst und den Sattel nach hinten schiebt. Also wie am Auto auch, da kannst du auch da Sitz hin und her fahren. Trotz alledem, manchmal reicht dann der Weg hier nicht aus und dann muss man aus dem Grund, dass der Abstand weit genug zum Lenker geht, eine Parallelogramm-Sattelstütze verwenden. Jo, und jetzt dann noch zum letzten Kapitel, nämlich des Sattels. Das, was ich als unangenehmen Druck vielleicht schon erlebt habe auf dem Gesäß, kommt einfach daher. Wir Menschen haben unterschiedlich breite Beckenknochen. Also das heißt, man braucht unterschiedlich breite Sättel. Und ich habe ja auch auf einem Fahrrad unterschiedliche Sitzpositionen. Also wenn ich jetzt nach vorne gehe, entlaste ich gleichzeitig das Gesäß. Zum Beispiel ein Rennradfahrer, der steht mehr mit seinem Gewicht auf der Pedale, lehnt sich nach vorne und den Sattel braucht er mehr oder weniger nur noch zur Führung, aber nicht zum Ausruhen. Bei so einem Komfortrad, da sitzt du mit dem ganzen Körpergewicht auf dem Sattel und jetzt muss der Sattel eben so breit sein, dass auch das Körpergewicht verteilt wird auf der Fläche. Das machen wir bei uns im Haus. Das möchte ich jetzt nicht näher erläutern, was wir da alles machen. Jedenfalls die Gesäßknochen werden in der Breite vermessen und dann wird noch beobachtet, wie sitzt die Person selbst auf dem E-Bike und entsprechend kriegt sie dann die richtigen Sattelmodelle empfohlen und kann es ausprobieren. An unseren Tauberrad Sport E-Bikes wird aus Überzeugung nur Bosch-Antriebe eingebaut. Bosch als deutscher Hersteller gehört natürlich auch zu einem deutschen Tauberrad. Wir haben an unseren Sportmodellen haben wir grundsätzlich die Performance-Motoren drin. Es gibt ja zweierlei, den Performance und den Performance CX. Das erkennen Sie, wenn Sie da auf das Deckel da drauf schauen. CX steht noch einmal für Cross, also für schweren Einsatz normalerweise im Gelände. Dieser Motor hat sich aber durch seine hohe Kraft statt 60 Newtonmeter Performance 75 Newtonmeter hat er sich durch seine hohe Kraft auch für XXL-Räder durchgesetzt. Und das ist ja das Schöne bei uns. Sie können wählen, hier den normalen Motor oder dann den, der aber auch natürlich mehr Stromverbrauch hat. Aus dem Grund, und das ist jetzt wirklich genial, können wir an unsere Tauberrad-Sportmodelle 2 Akkus verwenden, nämlich das Dual-Batteriesystem von Bosch. Genau, Dual heißt in dem Moment, wir haben unseren Rahmenakku leicht integriert und wir haben hier hinten am Gepäckträger nochmal einen 500 Watt Akku eingebaut. Wenn wir uns am Anfang noch nicht sicher sind, Sie sind sich noch nicht sicher, ob 1000 Watt wirklich notwendig sein sollen, haben wir die Möglichkeit, nur die Vorrichtung hinten für die Dualbatterie anzubringen. Genau. Werk. Also wir lassen dann, wir bestellen praktisch das Fahrrad mit 2 Akkus, verrechnen den Akku, der hinten drauf ist. Und Sie können dann später oder beim Nachbar oder sonst irgendwo sich dann mal so einen Akku holen. Oder Sie nehmen natürlich gleich von vornherein das Gesamtpaket. Aber diese Vorsehung ist relativ günstig. Es kostet nur 200 Euro. Und Sie brauchen,
Das können Sie auch später nicht machen. Das geht nur ab Werk. Sie brauchen dann nämlich ein Y-Kabel, das sich verteilt von hier an den Akku und an den da drüben. Und die entsprechende Software und natürlich auch dann noch die Halterungen für den Akku. Zu guter Letzt können wir auch ab Werk optional das Neon-Display anbieten. Es ist mit einem Navigationsgerät ausgestattet und auch als Bordcomputer, bringt sehr viele wertvolle Informationen. Wer sich gern mit Technik auseinandersetzt, ist das für den ein schönes Spielzeug. Ich brauche es nicht, mancher braucht es oder hätte es gern. Also kostet einen relativ geringen Aufpreis, wesentlich günstiger, wie wenn man es nachträglich anbringen lässt, weil dieses hier, das Original Intuvia Display, wird hier verrechnet, wenn man es anfangs mitbestellt. Das Kapitel Schaltung ist bei einem E-Bike fast so wichtig wie der Antrieb, denn die Schaltung, die hängt ja direkt mit dem Motor zusammen und es gibt so viele unterschiedliche Systeme, dass wir die Entscheidung getroffen haben, wir wollen alle Schaltungen anbieten, die heute in